Und dieser Unterschied zwischen Erziehung und Dressur ist wirklich sehr wichtig für die Entwicklung auch der Kinder. Und deswegen lese ich euch hier mal etwas vor. Ein Unterschied, der Mann hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht, was der Unterschied zwischen Erziehung ist und Dressur. Denn in der Realität ist vieles von dem, was wir machen, auch mit unseren Kindern oder anderen, das ist Dressur und keine Erziehung. Er sagt deswegen, ist Dressur im Großen und Ganzen insoweit machtlos, als es um den wirklichen moralischen Standpunkt des Menschen geht. Bei einem Soldaten können sie durch Dressur die Eigenschaften der Ausdauer, Geschicklichkeit und Kraft entwickeln. Durch Dressur können sie bei ihm aber nicht das Gefühl der Ehre, Würde, Begeisterung und des Mutes erzeugen. Diese letzteren sind Eigenschaften der Seele. So viele Male hat es sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, durch Gesetze, Terror, Druck, alle Arten von Gewalt und Zwang irgendeine Überzeugung oder ein Verhalten aufzudrängen. Jeder Pädagoge hingegen weiß, wie beständige Ausrichtung in eine Richtung bei Kindern manchmal zum Widerstand und darauf zur Geburt der Neigung und des Wunsches nach dem vollkommenen Entgegengesetzten führen kann. Dies kommt vom Charakter des Menschen. Dressur ist dem Menschen gegenüber unmöglich, da dieser eine Seele hat. In der Machtlosigkeit der Dressur und der Ungewissheit der Erziehung liegt der Beweis dafür, dass der Mensch ein Wesen mit einer Seele ist und daher von Freiheit geprägt ist. Jetzt kommt der Teil, über den er über die richtige, über Erziehung spricht. Was ist Erziehung? Er sagt, deswegen ist jede wahrhafte Erziehung im Wesentlichen nur Erziehung und als solche die Verneinung der Dressur. Das Ziel der wahren Erziehung ist nicht, den Menschen unmittelbar zu ändern, denn dies ist streng genommen auch gar nicht möglich, sondern, jetzt kommen die Bestandteile der Erziehung, aus was besteht Erziehung, sondern durch das Vorbild, den Ratschlag, den Auftritt oder irgendetwas anderes einen inneren Fluss von Erlebnissen in Gang zu bringen, eine insgesamt innere Entscheidung zugunsten des Guten zu erwirken. Ohne dies gibt es keine wahre Änderung des Menschen. Es wird lediglich eine Änderung im Verhalten erreicht, also äußerlich, oberflächlich. Es wird lediglich eine Änderung im Verhalten erreicht, die geheuchelt oder völlig vorübergehend sein kann. Das Verhalten, welches unser tiefstes Wollen nicht anregt, das oberflächlich bleibt, ist keine Erziehung, sondern Dressur. Erziehung schließt unseren eigenen Beitrag mit ein, unsere eigene Anstrengung. Deswegen ist das Resultat der Erziehung immer verschieden und unvorhersehbar.